sind wir auch schon wieder. Ah, ich sag euch, Kupfersammeln ist ganz schön langweilig. Seid froh, dass ihr euch das nicht antun müsst. Es sei denn, ihr wollt es lieber sehen, dann einfach in die Kommis schreiben. Dann mache ich es natürlich auch gerne mit Kupfersammeln. Also lass es eingeblendet. So, wir entdecken Burg Schattenfang. Hallo. Und der Todespirscher-Kommandant Belmont möchte, dass wir Baron Ashbury töten. Die dunkle Fürstin schütze euch. Wird erledigt, Untote. Untote sind unsere Verbündeten, wie ihr hoffentlich wisst. Wie ihr wissen müsst. Die Horde besteht aus Orks, Untoten, Tauren, Trollen, Goblins, Blutelfen und ein Teil der Pandaren. Ich hoffe, ich habe kein Volk vergessen. So, dann mal los. Blitzschlagschild und auch die Waffe der Flammenzunge seht ihr oben rechts, sind aktiv. Jede Menge Zombies und Spukgestalten haben wir hier. Hier in Burg Schattenfang ist offensichtlich die Zombie-Seuche ausgebrochen. Die hier, die Kerlchen nennt man Spuk. Nicht so recht ins Bild. Aber ihr seht sie, glaube ich, ganz gut. Da rechts ist zum Beispiel einer, der jetzt wieder wegrennt. Lasst euch nicht verwirren, der kleine Drache hier ist ein Haustier. Der gehört einem unserer Verbündeten, ich glaube dem Magier. Und los geht's! Hier ist Baron Ashbury, den wir für die Quest brauchen. Greift uns direkt an. Ja, okay, ein bisschen spät. Ich wollte es vorher erklären, dabei hätte ich es lieber nachher erklären sollen, dass wir Astralverschiebung verwenden, wenn uns Bosse direkt angreifen. So wie jetzt. Aber jetzt haben wir Cooldown drauf. Cooldown bedeutet, wir können den Zauber nur alle 2 Minuten wirken. Eben, und während dieser 2 Minuten nennt man das eben, ja, ich habe Cooldown auf was auch immer, in dem Fall Astralverschiebung. So, tötet Baron Silberstein und Kommandant Grüntal. Für Sylvanas. Hier oben geht's weiter. Jetzt warten wir auf unseren untoten Freund, der uns hier aufsperrt. Mit dem Spuk. Hier haben wir diese großen, hirnlosen Schrecken. Das sind
Die Ergebnisse von Experimenten der Untoten. Ziemlich ekelhafte Viecher. Den Debuff können wir unserem Freund abnehmen. Der war eben verflucht und wir haben ihm den Fluch abgenommen. Selbst verflucht. So. Den Kerlchen verpassen wir den Flammenschock. Stoff brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Noch nicht bereit. Na, brauchen wir aber nicht. Nicht nötig. So, der ist der nächste. Muss mal kurz was ausprobieren. Da fällt mir doch gerade was ein. Das mache ich am besten nach dieser Instanz. Nicht, dass uns die anderen noch abhängen. Wir heilen wieder den Schurken von seinem Flug. Und schon wieder ein Flug, diesmal auf dem Tank. Schnell. Ha! Das habe ich gehofft. Wir können die Gruppennamen ausblenden. Das ist doch mal super. Geht da noch mehr? Porträt ist ja in Ordnung, wenn da ist. Das Ziel müsste jetzt noch weg. Wo sind die denn alle? Was machen die hier? Die Pferde sind eigentlich ziemlich sinnlos zu töten. Im Chat wird auch schon geschrieben, nicht die Pferde bitte. Da wusste wohl einer nicht, was weitergeht. Okay, den Instanz-Chat können wir nicht verlassen. Tja. Da muss ich mal schauen. Entweder zensiere ich ihn oder ich lasse die Namen im Chat eben stehen. Und das Ziel des Heilers ist mir auch noch ein Dorn im Auge. Aber ich fürchte, ich kann das nicht ausstellen. Das Optionen Ziel des Ziels, dass der das, dass es angezeigt wird. Das ist X-Pearl, oder? Das wisst ihr ja inzwischen. So, wo prügelt ihr euch? Was wollt ihr denn da oben? Unten geht's doch viel schneller. Vor allem brauchen wir den Boss, der hier unten ist. Ich glaube auch. Ich glaube, dass der Herr hier die Ini nicht kennt, also die Instanz. Thank you.
Gespenst. Weg mit dir. Hat ja ein seltsames Zeichen drin. Ein kleines Mini-B anstatt einem Ü. Das ist aber praktisch, dann muss ich ab jetzt nur noch einen Zensiert-Balken über den Heiler machen. Und über den Chat. Und unten rechts. Ich entfluche mich. Trash erledigt, jetzt kommt der Boss, Baron Silberstein. Der heißt inzwischen Silberlein. Früher hieß der mal Silberstein, da bin ich mir sicher. Okay, Baron Silberlein. Den Flammschock hätte ich fast vergessen. Entfluchen. Stärke, Ausdauer bringt uns nichts. Gier. Hat sich ein Ork hergeteleportiert. Kormusch, was treibt ihr hier? Das ist eine verdeckte Operation. Wenn ich mich nicht irre, verbietet der Kriegshäuptling ausdrücklich den Einsatz der konzentrierten Seuche. Unabhängig von den Umständen. Ah ja, hier geht es um die Seuche der Untoten. Also eine Seuche, die aus toten Humanoiden eben Untote macht. Ich sag mal, dies ist die Grundlage der Verlassenen, die ja die Untoten der Horde sind. Also die Verlassenen sind die Untoten der Horde. Und es gibt noch jede Menge andere Untote, die nicht zur Horde gehören. Wie zum Beispiel die hier, die ihr hier seht. Wo diese Seuche eingesetzt wird, gibt es eben Untote, ja. Ob sie sich der Horde anschließen oder nicht, kommt immer darauf an. Falsch, ich muss ja gar nicht heilen.
kommt immer darauf an, wer sie geschaffen hat. Also Fürstin Sylvanas ist die Anführerin der Untoten und sie sorgt natürlich dafür, teilweise verbotenerweise, sorgt eben dafür, dass ihre Leute auch konstant, dass ihr Volk weiterlebt, sag ich mal, dass genauso viele Untote dazukommen wie sterben. Naja, dass ein Gleichgewicht hier ist. Und Fürst Garrosh hat eben den Einsatz der Seuchen verboten, was eben heißen würde, dass die Untoten der Horde massiv schwächen würde, wenn sie sich daran hält. Deswegen gibt es bei den Untoten auch jede Menge Apotheker. Also die haben ja riesige Apothekervereinigungen, die eben mit der Herstellung und Verbreitung der Seuche involviert ist. Ja, jedes Volk muss selber schauen, wo es bleibt. Lederrezept brauchen wir nicht, wir sind Schmied. Und ich entfluche weiterhin. So, jetzt lass mich mal kurz eine Tastaturbewegung machen. Auf Alt A ist jetzt entflohen. Und jemand ist tot. Unser Schurke. Leder mit Willenskraft. Wir brauchen leider keine Willenskraft. Und noch eine dunkle Ledertunika. Noch ein Muster. So, jetzt Totem. Flammenschock. Muss Prioritäten setzen. Erst Loots anklicken, dann richtig kämpfen. So. Aber ist in dem Levelbereich normalerweise kein Problem. Solange man aus allen bösartigen Effekten rausgeht. Wie zum Beispiel Herr Kommandant Grüntal, glaube ich, auch einen hat. Genau. Seht ihr, er macht in einem kegelförmigen Bereich vor sich so solche lila Flammen. Also wer da drin steht, hat Pech gehabt. Und wer in diesem grünen Kreis da steht, der hat auch Pech gehabt. Der macht auch ziemlich gut Schaden. Also aus solchen Effekten immer direkt rausgehen. So. Schild, Stärke, Ausdauer, Ausweichen brauchen wir nicht. Wir beleben das Kerlchen da wieder. Na? Wo liegt er denn? Ach, der ist ja gar nicht tot, sondern nur AFK. Ach ja, dann. Toll. Der ist nur nicht... also AFK heißt Away from Keyboard, sprich nicht an der Tastatur. Sprich, er spielt momentan gar nicht. Er folgt dem Krieger. Halt, ich habe vergessen, die Questrennen abzugeben. Schande über mein Haupt. Schande, Schande, Schande. Und dem Magier geht's genauso. Er rennt auch nochmal rein. Hier ist unser Untoter, der uns die Quest abnimmt. Ich bin ganz Ohr. Kommandant Belmont. Und wir nehmen die nächste an. Tötet Lord Walden. Quasi der nächste Boss. Eine verschlossene Kiste. Könnte der Schurke öffnen, wenn er wollte. Und hier oben geht's weiter. Alle erwischt. Da hinten stehen noch zwei.
Gargoyles können offensichtlich ihre Gegner mit Angst erfüllen. Nennt sich Fear. Sagt dazu umgangssprachlich einfach Vieren. Also, ja. Vier und ein N. Einer ist abgehauen. Macht uns nichts, wenn ihr einfach den nächsten, der kommt. Ich heile so lange mal ein bisschen. Doch nicht, jetzt bin ich kopiert. Aber jetzt. So. Da kommt ein Teddybär, und zwar ein Mönchheiler. Also ihr seht. Ah, diesmal haben wir gar keinen Mönch. Letzte Runde hatten wir aber einen Mönch, der Schaden verursacht hat. Und hier ist jetzt ein Mönchheiler. Die Heiler von den Mönchen nennen sich Nebelwirker. Das ist eine von drei Spezialisierungen. Die anderen sind Braumeister, das ist Tank. Und Windläufer, das ist DD. Also Damage Dealer, Schaden verursachende Klasse. Ja, und sie rennen dann weiter und mein Totem steht da hinten. Na toll. Es lohnt sich wirklich nicht, beim Trash-Totem zu setzen. Ich denke es mir jedes Mal wieder. So, die Folge wird wohl ein bisschen Überlänge haben, weil ich möchte die Instarts eigentlich nicht irgendwie cutten, sondern möchte sie komplett drin haben. Macht aber nichts. Sehr schön, wir erreichen Stufe 19. Ich würde sagen, auf Stufe 20 gehen wir dann in ein Gebiet und schauen, dass wir die Quests dort erledigen. Da holen wir uns dann Anreiz von der Anschlagtafel in der Hauptstadt. Die Anschlagtafel in den Hauptstädten sagt euch immer, wo aktuell Quests in eurem Bereich zu finden sind. Linda! Ach, meine Latenz nervt total. 90 FPS sind aber nicht schlecht eigentlich. Hier tut sich nur nichts. Ich möchte doch nur das Silber haben. Ich will ja den Gegenstand gar nicht. Kann sein, dass wir einen Disconnect haben. Also einen Verbindungsabbruch. Ich glaube es eigentlich nicht, weil Schaden machen können wir noch. Hm. Benötigen wir nicht. Schildhand, ein Ausdauer, ein Wille. War das? Ich weiß gar nicht, wo unsere Beuteverteilung ist, aber die taucht in der nächsten Instanz automatisch wieder auf. Ich glaube, sobald ich sie einmal wegklicke, ist sie für die Instanz komplett weg. Aber das stört mich nicht sonderlich. Droppt eh nur Müll. Lord Walden, unser Questobjekt. Questopfer. So, ein Totem. Ein Flammenschau. Und raus aus den Eispfützen. Aber zu uns kommt gar keiner. Das ist schön. Vier Ausdauer, vier Intelligenz ist schon, klingt schon besser. Ich würfel mal mit. Und gewinne. Der Magier hätte noch Bedarf gehabt. Aber da waren wir wohl schneller als er. Was gibt's hier noch? Oh, ein Umhang. Das Affen ist aber falsch. Affe hat immer Beweglichkeit. Hey du! Wir geben die Quest ab. Das ist wichtig. Bekommen die nächste. Schildert Lord Godfrey. Und die Fraktion Silbermond ist uns gegenüber jetzt freundlich eingestellt. Silbermond ist die Hauptstadt der, lasst mich nicht lügen, Blutelfen. Jetzt ist mir glatt der Begriff entfallen. Also die Blutelfen leben in Silbermond. Befindet sich ganz im Norden, ja, im Norden von den östlichen Königreichen.
und hin und wieder seht ihr mal hellblau einige meiner Freunde on- und offline gehen. Lasst euch da einfach nicht stören. So. Wir würfeln Gier. Edelsteine brauchen wir nicht unbedingt. Edelsteine sind hauptsächlich für Juwelierskunst interessant. Das ist ein Beruf, der in der Regel auch Bergbau voraussetzt. Denn aus den Erzen können Juweliere eben solche Steine sondieren, nennt sich das. Also sie finden quasi Edelsteine im Erz. So, das ist der letzte Raum vor dem Endgegner. Und wir wissen schon durch unsere Quest, wie er heißt. Wir jagen, töten Lord Godfrey. Dieser hell, fast weiße Strahl hier ist der beruhigende Nebel vom Mönchheiler. Das heißt, immer wenn ihr so einen Strahl seht, ist ganz sicher ein Mönchheiler in eurer Gruppe. So. Schildhand brauchen wir sie nicht. Wir bräuchten eine Mainhand, also eine Haupthand. Ich nehme mal diesen Streitkolben und die Laterne, die wir bekommen haben. Die sind beide recht gut. Und schon wieder unserem Flammenschock ausgewichen. Beziehungsweise wir verfehlt. Könnte daran liegen, dass die Gegner hier Stufe 20 sind? Na, die sind eigentlich gelb für uns. Ich weiß nicht, warum wir die so oft verfehlen. Ich stelle auf jeden Fall mal mein Totem und hoffe, dass es da runterziehen kann. Wie es aussieht, doch klappt super. So. Ein Ausdauer, ein Wille. Ist total der Crab, aber wir haben noch eine Stufe 8. Da würfel ich jetzt einfach mal. Crab heißt sowas wie Müll. Also Dinge, die man echt nicht braucht. Und der Troll hat's bekommen. Soll mir recht sein. War eh nur Crap. Burg Schattenfang, wir bekommen einen Erfolg. Burg Schattenfang ist erledigt. Brauchen wir nichts. Hier gibt es eine Quest abzugeben. Was jetzt? Und wir nehmen Lederstiefel mit, würde ich sagen. Brauchen wir nicht, das ist Stoff, also Lederstiefel für uns. Die wir nicht vertragen können. Ich werf irgendeinen Müll weg. Ich bin von den Verlassenen. Und nehme es einfach nochmal. So, und damit verlassen wir die Instanz. So viel für diese Folge. Ja, ich würde sagen, morgen noch eine Instanz und dann geht's ab zum Questen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht's gut. Ciao!